Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Brand News XXL Family Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Schätzelein, der einfach zig unterschiedliche Preise hat und ihr habt es auf dem Thumbnail gesehen, das Ding ist einfach riesig. Ne? Der kostet aktuell irgendwie ab 43,99 €, wenn du kein Abo hast, kostet der 48,99 €, kann aber auch 53,99 € sein, gar keine Ahnung. Ich habe den ganz am Anfang für ein Apfel und ein Ei im Prinzip in einem Bundle bestellt, wo ich einfach alle Adventskalender von Brand News bestellt habe und der soll einen Warenwert von 60 € beinhalten. Wir haben hier Lebensmittel vor allem drin enthalten, aber das ein oder andere wird sich hier auch noch drin verbergen, womit wir vielleicht nicht ganz so gerechnet haben. Das war letztes Jahr auf jeden Fall so der Fall. Und als ich eben das Thumbnail gemacht habe, ist irgendwas runtergefallen. Wir werden es bestimmt irgendwann wiederfinden. Und was ich jetzt auch gefunden habe, ist dieses kleine, aber feine Heftchen, das Begleitheftchen. Da stehen die Preise und die Produkte drin. Ne? Das macht auf jeden Fall Sinn und das werde ich mir dann auch nachher mal schön zu Gemüte führen, wenn ich das Video hier schneide. Ja, das ist der Adventskalender und ich würde sagen, wir werfen gleich mal einen Blick hinein. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, okay. Am 1. Dezember geht es relativ klassisch los mit diesen Jelly Beans. Das ist zwar die saure Variante, aber ich persönlich finde, das hat sich hier mittlerweile ausgelutscht, so ein kleines bisschen, ne? Weil ich glaube, wir haben die jetzt schon in sehr, sehr vielen Boxen und Adventskalendern gesehen. Die jetzt nochmal in diesem Adventskalender zu finden, freut mich ein Stück weit, weil ich die mag und weil ich die ganz witzig finde und mich halt an meine Kindheit mit Bertie Butts Bohnen quasi erinnern. Aber ich persönlich hätte sie jetzt hier nicht unbedingt drin gebraucht. Ne? Das sind 70 Gramm hier drin und ja, es ist schön, sie mit dabei zu haben, aber ich freue mich jetzt, glaube ich, mehr über weitere Sachen. Am 2. Dezember haben wir ein Keksgewürz von Hardcorn drin. Gewürzzucker, das hört sich sehr, sehr interessant an. Dürfte mit 45 Gramm auch eine Originalgröße sein. Fühlt sich sehr, sehr leicht an, weil wir hier außen drumherum auch so eine Pappverpackung haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Plastikverpackung oder so. Und hier oben drauf haben wir sogar einen Korken, was ich auch sehr hübsch finde. Ja, und hier steht sogar ein Keksrezept mit dabei. Und ja, ich weiß gar nicht, was ist denn hier alles drin, sag mal. Ist das das hier? Zutaten. Orangenschale, Kokosblütenzucker, Kardamom, Zimt, Cassia und Nelken. Also das scheint so die Gewürzmischung zu sein. Hört sich sehr spannend an und auch passend für die Adventszeit, wenn man da so ein bisschen Kekse backt und so. Schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir von Freche Freunde Kids was drin. Alfreds und Dickers Knusperkugeln mit Apfel und Vanille. Das hört sich doch super lecker an. Finde ich irgendwie auch mal ein bisschen spannend. Ich glaube, sowas hatten wir jetzt noch nicht in so einem Adventskalender drin. Und ja, die sind jetzt ein bisschen zerstört, muss ich sagen. Was auch ein Stück weit daran liegt, dass ich eben kurz hier reingekratzt habe, was wahrscheinlich ein Fehler war. Naja, ich glaube, Julius wird sich darüber freuen. Und hier sind 30 Gramm drin enthalten. Finde ich ein schönes Produkt. Hier haben wir die Nummer 4. Dort drin enthalten ist ein bisschen Pflege, was ich auch immer sehr schön finde, weil ja, also man kann Lippenpflege gut gebrauchen. Von Be Natural Bees Walks Lip Balm mit Honey Vanilla. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Richtung, wenn es halt auch um einen Adventskalender geht, weil Honig, Vanille, das ist irgendwie so ein typisches Weihnachtsduftgedönsen. Und ich glaube, damit kann man sich dann in der kalten Winterzeit schön die Lippen pflegen. Ich weiß, viele von euch monieren das immer mal wieder, wenn dann auch so Pflegeprodukte, Beautyprodukte in solchen Adventskalendern drin sind. Aber ne, eigentlich weiß man, dass bei dem Adventskalender sowas auch ab und an mal mit auftauchen kann. Am 5. Dezember haben wir von Pickard Veggie Marshmallow Minis. Ja, das ist einmal dieses hier mit 50 Gramm. Hatten wir letztes Jahr auch irgendwo mit drin. Das weiß ich noch, denn die stehen noch bei uns in der Küche. Die mache ich mir manchmal ganz gerne so über irgendwelche Sachen drüber, ne? Und freue mich einfach. Oder wenn ich halt ganz crazy unterwegs bin, mache ich einfach mir so einen Kakao, so einen warmen Kakao, ein bisschen Sahne drauf, Marshmallows drauf und fühle mich einfach wie eine Königin. Das ist einfach so. Ne, finde ich schön, ne? Das ist auf jeden Fall ein süßes Produkt. Oh, das ist schön, Leute. Am 6. Dezember, Nikolaus, haben wir was von Eulenschnitt drin. Lebe, liebe, lache, steht hier auf dem Ständer drauf. Und hier haben wir Familie ist da, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet. Das ist eine Karte, die kann man da so reinmachen. Und ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Das ist ein schönes, herzliches Produkt, was in so einem Adventskalender echt perfekt aufgehoben ist, oder? Das finde ich cool und ja, kann man auf jeden Fall als Deko ganz gut gebrauchen, ganzjährig verwenden. Ich finde es schön.
Oh, am 7. Dezember haben wir von Ruf einen bio-veganen Eiweißersatz für Süßspeisen zum Backen mit dabei. Ja, okay, ja, 20 Gramm. Da wird dann halt wirklich auch mal geguckt, dass man Alternativen zu irgendwelchen Produkten in dem Adventskalender findet. Kann man machen, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, kann man mal ausprobieren, ne? Das, ja, ist ein Produkt, was mich jetzt nicht vom Hocker haut, aber was ich okay finde. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir echt mal von Hella so eine leichte Limo drin mit Orange. Richtig cool. Das ist wie so eine leichte Fanta, würde ich mal so sagen. Darf man nicht sagen. Würde ich sagen. Könnte sein, dass es so schmeckt. 750 Milliliter sind hier drin enthalten. Und also meine Erfahrung ist es halt bei diesen Hella Limos, ne, dass die halt eher dezenter schmecken, nicht so mega süß, etwas, ne, zurückhaltender. Werde ich mir gleich auf jeden Fall mal trinken. Warum eigentlich nicht? Achso, und das hätte auch noch Alternativen gesehen, sehe ich hier in dem Heftchen. Also entweder die Orange oder mit Zitrone oder mit Erdbeere oder mit Himbeere oder mit Rhabarber. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas so Geiles freuen. Das ist Mekana Sahne mit Allgäuer Milch. Ja, hier ist, glaube ich, der Deckel irgendwo unten im Adventskalender noch drin enthalten. Finde ich großartig. Also das ist halt wirklich so ein Produkt, was meine Großeltern damals auch viel wirklich so bei sich auf dem Tisch stehen hatten. Noch cooler wäre es gewesen, wenn es nicht die Sahne gewesen wäre, sondern dieser Schmelzkäse, ne? Weil bei uns gibt es halt ständig Käsesuppe und sowas in der Zeit. Aber die Sahne finde ich auch cool. Irgendwie mal was anderes. Und ja, witzig. In der Nummer 10 darf es mit Krümel Crunchy Donuts Apfel Zimt weitergehen. Das ist dann etwas mit 20 Gramm, was dann eher so an die Kinder gerichtet ist. Das ist jetzt für Kinder ab 3 Jahren. Oh, da muss ich hier auch mal gucken. Ab wie vielen Jahren war das? Das stand jetzt hier gar nicht drauf, ne? Nee. Aber das hier war auf jeden Fall ab 3 Jahren. Das heißt, das ist noch nichts für Julius. Liegt das vielleicht auch am Zimt? Ist möglich, ne? Ist halt ohne Zuckerzusatz, nur Süße aus Früchten. Ja, werde ich dann wahrscheinlich unserem Neffen oder so mal schenken. Zur ersten Schnapszahl, der Nummer 11, haben wir etwas von Ostmann mit dabei. Aus der Winterküche ein rustikales Handbrot, jedenfalls die Gewürzmischung dazu, als Limited Edition. Ja, kannst du dann Brot backen und da drüber streuen. Und ich glaube, hinten dürfte da noch irgendwie, genau, da steht auch ein Rezept mit dabei, was ich schön finde, für 3 Portionen. Ja. Genau, und da kann man dann entsprechend ein Brot mitbacken, ne? Weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Also wir haben jetzt hier mit diesem hier und mit diesem hier eigentlich so 2 Produkte in dem Adventskalender bislang drin, die ich jetzt, weiß ich noch nicht so finde. Der 12. Dezember zeigt ein Produkt, weswegen ich diesen Adventskalender immer so feiere. Und zwar haben wir hier einfach mal von Walter Pops die Delikatesse-Remoulade mit dabei. Und ich liebe diese Pops-Soßen. Da gibt es ja auch zum Beispiel diese Ofenkartoffeln, die du theoretisch auch in der Mikrowelle machen kannst, ne? Großartig. Und ja, hier haben wir dann einfach mal die Remo drin. Die haben wir öfters mal hier. Die kaufen wir auch gerne nach. Finde ich super. Da hätte man alternativ auch noch die Mayo drin haben können. Ich glaube, die wär sogar noch höher hier bei uns im Kurs gewesen. Da wir in diesem Adventskalender 26 Kläppchen haben, dürfte das hier jetzt bei der Nummer 13 die Halbzeit sein. Hier gäbe es auch unterschiedliche Produkte. Ich habe die Biberbande als Schnupperspiel ab 6 Jahren geeignet von Amico. Das ist einmal dieses hier. Da hätte man auch noch drin haben können Schnapplandfluss. Okay, crazy. Und Halligalli Twist, das wäre natürlich auch richtig cool gewesen. Darüber hätte ich mich, glaube ich, am meisten gefreut, über Halligalli, weil das mich auch sehr an meine Jugend erinnert. Aber ja, Biberbande muss ich mal ausprobieren. Kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, das ist das wie so ein, nee, wie geht das? Verwirrung stiften und dabei die wenigsten Punkte kassieren. Okay, das ist natürlich so ein Spiel, was mich tatsächlich sehr verwirren wird, aber mal gucken, wie es so wird, ne? Am 14. Dezember habe ich Hafervollminis mit Raspberry und Banane, also mit Himbeere und Banane. Ein Hafersnack, organic, voll natürlich, perfekt zum Teilen. Naja, also, ja, mal gucken, ob ich das teilen werde. 65 Gramm sind hier drin enthalten. Sowas mag ich sehr gerne. Ich mag sowieso diese Snacks von Hafervoll ganz gerne. Die fühlen sich nämlich gesünder an. Und das finde ich immer sehr charmant, muss ich gestehen. Apropos, kleiner Fun Fact, guckt euch gerne mal dieses Video im i an. Da habe ich die Degusta-Box nämlich ausgepackt, ne? Da war von Mövenpick, waren da so Brownies drin und da stand auch dick und fett so zum Teilen und so drauf, ne? Mein Freund hat sich die Packung am frühen Morgen komplett reingepfiffen, weil die so lecker waren und dem war den ganzen restlichen Tag ziemlich schlecht. Also, ich weiß nicht, ich glaube 300 Gramm Brownie hat er sich einfach mal hinter die Binde gepfiffen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind ja erwachsene Leute, ne? Gut, ja, soviel zum Teilen. Ich glaube auch nicht, dass meinem Freund sowas schmecken wird, aber ich werde es auf jeden Fall mal essen. Apropos mein Freund, in der Nummer 15 haben wir die Afri-Cola drin. Die mag mein Freund sehr gerne, aber
Das ist der Sirup dazu. Das wird der so hart feiern. Ich sag's euch, der wird das richtig hart feiern. Ich bin da nicht ganz so Fan von. Ich mag das nicht so gerne. Ich trinke sowieso eher so Wasser einfach hier, ne? Oder ich mache mir dann halt diese heller, leichte Limo da rein. Das ist, also da wird es sich freuen. Wir haben einen Soda-Stream. Man hätte alternativ auch, das ist so klassisch, ne? Auch Bluna, Orange drin haben können oder Ginger Ale. Ich glaube, alle drei Sorten hätte er wirklich sehr gefeiert. Aber das hier wird safe seine Lieblingssorte sein. Cool. Und ich meine, du kannst sowas ja auch theoretisch einfach in generelles Sprudelwasser machen, wenn man selber keinen Soda-Stream hat oder so, ne? Ist eigentlich ganz klug gedacht. Da hast du 10 Liter direkt hier mit in dem Adventskalender. Wow. Am 16. Dezember habe ich erstmal hier meinen Deckel für die Sahne wieder drin. Das wird hier schön gemacht. Ach, guck mal, du hast da sogar einen Taco-Gutschein mit dabei. Ja, guck mal an. Für Umme, ne? Teilnahme bis 10.03.25. Ach, schön. Da kannst du ja nichts zu sagen. Siehst du wohl. Okay, und dann haben wir hier am 16. Dezember die Leimer Suppenklößchen drin. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Die sind nur bis zum 22.12. diesen Jahres haltbar. Das heißt, wenn man die am 16. Dezember auspackt, hat man nicht mehr ganz so lange Zeit, die aufzuessen. Nur mal so am Rande erwähnt, ne? Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig bei Adventskalendern, wenn die halt so weit im Vorfeld produziert werden oder die Produkte, die da reinkommen. Ich finde es jetzt toll, dass ich das Mitte Oktober auspacke, weil so habe ich noch ganz schön viel Zeit, um eine Suppe zu machen. Und ich mag Suppenklößchen. Ja, kannst du auch so notfalls in irgendwelche Fertigsuppen oder so reinmachen, die man sich so zu Hause macht, um sie zu verfeinern. Eine Woche vor Heiligabend haben wir etwas drin, was uns beleben soll und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen Vitamine schenkt. Und zwar von Kloster Kitchen ein Fruchtshot mit Vitamin C. Es ist ein Shot mit 30 Millilitern Bio-Orangen-Karottensaftgetränk mit Ingwerstückchen. Ist eher was für morgens, ne? Also ich drehe jetzt gerade so um 10 Uhr abends. Dementsprechend ist das, glaube ich, nicht ganz so gerade passend. Aber morgen früh werde ich mir das auf jeden Fall mal trinken. Finde ich cool. Also solche Ingwer-Shots oder generellen Shots trinke ich eigentlich ganz gerne. Am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, haben wir gleich zwei Produkte von Juti hier drin enthalten. Einmal ist es hier diese klassische Lippenmaske, die ich eigentlich ganz gerne jetzt so verwende. Ja, wenn ich hier halt abends meine Adventskalender gedreht habe, viel geredet habe, viel Lippenkram drauf hatte, dass ich dann abends mir nach dem Duschen schön so ein Lippenpatch drauf mache. Nicht nur, damit ich einfach mal für eine gewisse Zeit meinen Mund halte, sondern auch, um halt meine Lippen ein bisschen zu pflegen. Und das ist mit Hyaluron und Wassermelone, was ich halt auch vom Duft her ganz süß finde. Und wir haben hier noch mit drin enthalten, die Paradise Punch Tuchmaske. Ich meine, dass ich die letztens auch in so einem Maskenvideo euch gezeigt hatte. Oder war das eine andere? Das ist mit Hyaluron, Vitamin B12 und pflanzlichen Stammzellen. Das finde ich ziemlich nice. Ich mag gerne Stammzellen, weil die so reparierend wirken, sind so auf die Haut. Und du siehst halt super schön bunt und glitzernd aus. Alter Schwede, am 19. Dezember. Ja, brauchen wir. Also jedes Mal, wenn ich das irgendwo in Boxen oder in Adventskalender drin habe, kann ich gar nicht so schnell gucken, wie wir das irgendwie in eine Soße reinmachen. Von Mutti habe ich hier Parma, passierte italienische Tomaten. Das ist unglaublich. Hier sind 700 Gramm drin. Also da kannst du wirklich eine schöne Soße mitmachen für die ganze Familie. Finde ich großartig. Das ist wirklich ein tolles Produkt für einen Adventskalender. Ich finde, die Flasche sieht schön aus. Es macht einfach was her. Man freut sich drüber, wenn man das auspackt. Jeder kann es irgendwie gebrauchen, weil ich glaube, Nudeln mit Tomatensauce gehen immer. Und damit kannst du so einfach eine Tomatensauce selber machen. Das finde ich toll. Das finde ich richtig, richtig klasse. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember hat man eine von zwei Sorten hier drin. Entweder Mango oder Erdbeere von dem Ayran von Jaila. Ja, da hatte ich, glaube ich, auch mal in Boxen irgendwie was drin gehabt. Erdbeer, sein Vater. Was? Okay, es steht hier drauf, kannst du nicht ändern, ne? Werde ich mal ausprobieren. Ist eigentlich ja auch sehr lecker, sehr erfrischend. Ja, ne? Ist so, ich glaube, so ein bisschen die türkische Art von Buttermilch, würde ich mal so sagen. Grob. Oder Joghurtdrink? Am 21. Dezember haben wir etwas drin, was Julius aktuell wirklich einatmet, wie sonst was. Alete bewusst, Banane, Himbeere, Apfel. Das ist so ein Riegel, die mag der wirklich super gerne. Oder, ich muss gestehen, ich habe sie ja auch immer in der Handtasche. Manchmal snack ich den auch einfach. Und als wir am Wochenende in Hamburg unterwegs waren, habe ich auch die Mädels gefragt, falls jemand möchte. Ne? Ich habe einen Riegel mit dabei, damit hier keiner verhungert. Man hätte alternativ auch Banane, Apfel oder Banane, Erdbeermilch haben können. Ne? Ja, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Die hat Julius tatsächlich öfters mal hier. Oh, am 22. Dezember haben wir was hier drin. Von Gefro Sauce Bolognese. Ja, 50 Gramm. Das ist halt eine
eine Packung. Also ich sag mal so, wenn man hier halt wirklich mit sowas so vorlegt und dann danach mit sowas um die Ecke kommt, sieht das schon ein bisschen mau aus, ne? Muss ich wirklich sagen. Aber kann man gebrauchen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich glaube sogar, dass Gefro auch immer irgendwie dafür bekannt war, ein bisschen, weiß ich nicht, bessere Inhaltsstoffe zu haben, bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Da weiß ich halt auch, dass Soße Bolognese bei uns sehr, sehr häufig gemacht wird, halt wirklich in Kombination mit sowas, ne? Und richtig schnell weggeht. Also das bleibt hier nicht lange. Also nee. Eine Woche vor Heiligabend am 23. Dezember dürfen wir uns noch einen Zuckerschock geben, und zwar Dreh und Trink. Auch das ein Stückchen Kindheit durfte ich nämlich nie haben. Bubblegum-Geschmack. Oh Gott, das ist wirklich pure Süße. Das hatte ich letztens auch entweder in dem Snack-Adventskalender drin oder in irgendeiner anderen Box. Mein Freund hat es nämlich aufgemacht und einen Schluck draus getrunken. Er sagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Ist tatsächlich so. Also das ist wirklich sehr, sehr, also wie flüssige Gummibärchen und noch süßer. Heiligabend, da darf es gerne was Besonderes sein. Und da haben wir von Riegelein Milk Bites drin. Das ist so ein bisschen wie Schokobons. Nur halt nicht die Schokobons, die wir sonst so kennen, glaube ich, ne? Finde ich interessant. Auch die sind bei uns sehr heiß im Kurs, also bei uns Erwachsenen tatsächlich. Und ich glaube, das wird nicht lange brauchen, bis sie aufgegessen sind. Finde ich cool. Also eine schöne 24, weil es einfach auch eine große Packung ist, ne? Hier sind 166 Gramm drin, 24 Stück. Das passt natürlich auch für die Nummer 24. Und nö, ich mag das. Am 25. Dezember ist hier was richtig Abgefahrenes drin enthalten. Also da weiß ich nicht, ob meinem Sohn das schmecken wird. Von Mogli. Pflaume und Zimt, Birne und Banane ohne Zuckerzusatz. Hier sind 100 Gramm drin enthalten. Das ist natürlich ein Quetschi, der Weihnachten schreit, ne? Kannst du nicht anders sagen. Das ist sehr, sehr abgefahren. Weiß ich nicht, ob ihm das schmeckt. Das muss ich dann wahrscheinlich aufessen. Aber da habe ich nichts drum bei. Ja, crazy. Am 26. Dezember, das ist tatsächlich das Highlight von dem Adventskalender, haben wir XXL Vorteilspack von Gutfried Junior. Geflügel-Mini-Salami mit Palmfett geräuchert. Okay. 10 Stück sind hier drin. Das sieht so ein bisschen danach aus, als wäre das für Kinder geeignet. Ich glaube, für Julius ist das noch nicht unbedingt was. Aber ich glaube, mein Freund und ich werden uns die gerne essen. Ist dann ja quasi eine Salami auf Geflügelbasis, wie hier auch schon draufsteht. Hier weiß ich nicht, ob das eine schöne Nummer 26 ist. Ich glaube nicht. Ich meine, wir hatten sogar schon mal irgendwie so eine Art Kuchen oder sowas drin. Das finde ich tatsächlich schön. So eine Salami, ich weiß nicht. Also ich finde es cool. Generell auch in einem Adventskalender hätte ich das gerne so in einer 1 oder so gesehen, ne? Aber in einer 26, ich weiß nicht. Vielleicht als kleiner Snack, weil die Weihnachtszeit so wild war. Keine Ahnung. Aber das ist der Adventskalender gewesen. Wir haben hier einen schönen Mix. Wir haben hier richtig coole Produkte teilweise drin, auch große Produkte, was ich immer sehr schön finde. Die dazwischen sind dann manchmal eher ausbaufähig gewesen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen macht der Adventskalender Spaß. Preis-leistungstechnisch lohnt er sich nur, wenn man halt auch wirklich zu einem günstigen Preis den bestellt. Und ich glaube, er macht einfach Spaß, ihn dann jeden Morgen mit der Familie zusammen auszupacken. Und ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck des Adventskalenders. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.